Extra Chill. Der deutschsprachige Podcast für Musik aus der großen, weiten Welt der elektronischen Musik. Erlebt einen spannenden Mix aus Ambient, Chill-Out, Downtempo, Electronica und Lounge. Alle 14 Tage, nur hier bei Extra Chill. Samtweiche Lounge-Sounds aus Ungarn. Das war das Projekt Adult Only mit seiner Single Legacy. Erschienen 2019 über die Plattform Jamendo.com. Download kostenfrei nach Registrierung.
Unique ist uns schon seit vielen Jahren mit seiner Musik vertraut und ich freue mich immer, wenn ich neues Material von ihm auf die Playlist setzen kann. Infos unter anderem unter soundcloud.com/unique. Ihr Lieben, ich stehe kurz vor meiner alljährlichen Karnevalsflucht, die in diesem Jahr eher eine Nicht-Karnevalsflucht ist, denn das närrische Treiben in den rheinischen Karnevalshochburgen ist dank der Pandemie auch in diesem Jahr deutlich reduziert. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf ein paar ruhige Tage an den Küsten Seelands. Doch zuvor habe ich diese aktuelle 363. Episode von Extra Chill für euch vorbereitet und rechtzeitig zum 15. Februar hochgeladen. Wir hatten eben mit Adult Only bereits einen Jamendo-Gast im Programm. Am Ende der Sendung werden wir noch einmal zur luxemburgischen Musikplattform zurückkehren, mit einem weiteren Projekt, das schon lange nicht mehr zu hören gewesen ist. Dazu später mehr. Zuvor erwarten euch, dem kalten Winterwetter trotzend, zwei heiße, flotte Dreier, also zwei Musik-Dreierpacks. Alle drei Teilnehmer des ersten Dreiers sind uns aus früheren Extra-Chill-Folgen bestens bekannt. Da wäre zuerst Evaldas Atzbukauskas, den wir unter diversen Namen kennen, so zum Beispiel als Grio Dvasos. Unter dem Namen System Error veröffentlicht Evaldas progressive Electro-Sounds, wie kürzlich ein neues Album auf seinem Label Cold Tear Records beweist. Es heißt, kurz und knapp, Faith und es enthält unter anderem den Titel I like to drive fast. Es folgt ein Auszug aus einem weiteren ganz frischen Longplayer von Kielin aus Frankreich. Der junge Mann liefert heute seine 9. Talentprobe in diesem Podcast ab. Wir hören sein entspanntes Lo-Fi-Stück Heliophore. Und zum Schluss lässt sich Yoshinori Noguchi mit seinem Projekt Silent Wave wieder bei uns blicken. Mit dabei hat er sein neues Album Carta Marina, das bei den niederländischen Kollegen von Deep Electronics herausgebracht wurde. Und dem Titel entsprechend bereisen wir die Tiefsee mit dem Track Regalekus Glesne. Was sich dahinter verbirgt, löse ich nach dem Musikset auf. Thank you.
treibende Electronica. Das war Silent Wave mit Regalekos Glesne. Dabei handelt es sich, ich musste mal eben bei Wikipedia nachschlagen, um einen Riemenfisch und besagte Spezies gehört zu den größten der Welt und kann bis zu 8 Metern lang werden. Wer sich noch weitere Exemplare der musikalischen Tiefseebewohner anhören möchte, findet das Album Carta Marina gratis oder gegen eine Spende unter deepelectronicspodcast.bandcamp.com/music. In der ruhigen Mitte des Dreiers stellte Kialin sein neues Album Sour Leaves vor, mit dem Track Helio 4. Download über Bandcamp unter kialin.bandcamp.com. Gratis oder, Alain wird sich sicher darüber freuen, einen Geldbetrag eurer Wahl. Und losgetreten hat den gehörten Dreier das Projekt System Error mit dem Stück I Like to Drive Fast aus dem neuen Album Faith. Download über Bandcamp und allen kommerziellen Anbietern und den bekannten Streamingdiensten. Wer jetzt nicht umständlich suchen will, findet alle Links zu meinen Gästen und zu den Downloadmöglichkeiten in den Extrachill Shownotes auf meiner bekannten Homepage extrachill.de. Wer möchte, darf dort gerne jede Episode kommentieren und oder Geld auf mein Spendenkonto einzahlen. Drückt dazu einfach auf einen der zahlreichen PayPal-Spendenknöpfe. Jetzt steht der zweite Dreier auf dem Programm. Alle Tracks stammen aus dem Dub- bzw. Minimal-Techno-Bereich. Und wir treffen auch auf die beiden Neuvorstellungen der heutigen Show. Die erste führt uns ins Rhein-Main-Gebiet, zu Frankfurts kleiner musikalischen Schwester, nach Offenbach. Dort produziert Matthias Schildger seine Sounds, allerdings nicht unter seinem echten Namen, sondern als Projekt Startup. Und er bringt Farbe in den trüben Winter mit seiner Single Harvest Gold, Dusty Dub, die als Kusha-Remix in die Gratis-Single-Serie Choose Your Color bei Space Lunch aufgenommen wurde. Danach statten wir dem Label Drift Deeper Recordings einen Besuch ab, denn ein spannendes Solo-Projekt aus Frankreich stellt sich dort mit seiner Musik zum ersten Mal vor. Und ebenso hier bei Extra Chill. Pierre heißt der Mann hinter dem Pseudonym Garib oder Garibe und er lebt in Bordeaux. Aus seiner Symmetry EP hören wir den Track Self. Und an dritter Stelle folgt der dritte Auftritt von Markus Masur aus Leipzig, der bei seinen Kumpels vom Label Odrex Music ein Gastspiel gibt in Form des Albums Haze in the Abyss at Night, aus dem ich den Song Mooney in the Haze ausgekoppelt habe.
Dub-Techno in Perfektion. Was anderes ist von Markus Masur auch nicht zu erwarten. Wir hörten das Stück Mooney in the Haze. Download unter odrexmusic.bandcamp.com. Davor gab es zwei Extra-Chill-Debüts von Garib aus Frankreich, der sich mit dem Track Self vorgestellt hat. Download unter driftdeeper.bandcamp.com. Und zu Beginn des Sets legte Stardub seine farbenfrohe Single Harvest Gold, Dusty Dub, auf den virtuellen Plattenteller. Wir hörten das Stück als Kusha Remix. Download bei Space Lunch für umsonst. Bitte unterstützt meine Gäste und die Labels mit Spenden und Feedback. Mit mir dürft ihr auch gerne in Kontakt treten über Soundcloud unter soundcloud.com/extrachill oder schreibt E-Mails an info@extrachill.de oder besucht meinen YouTube-Kanal oder kommentiert meine Show bei den vielen Podcast-Plattformen bzw. Apps. Teilt Extrachill mit euren Freunden und Bekannten, wenn ihr mögt. Manchmal frage ich mich, was wurde wohl aus diesem und jenem Künstler oder dem einen oder anderen Projekt? So geschehen bei der Band Tracing Arcs aus England, die zuletzt in Episode 252 zu hören war. Die Formation um den Musiker Paul Eddy und der Sängerin Fran Capell hatte wirklich Pech, denn die beiden veröffentlichten ihre Musik über Netlabels, die allesamt ihren Betrieb eingestellt haben und die auch nicht mehr online sind, wie zum Beispiel 23 Seconds aus Schweden oder Ideology aus Deutschland. Am Anfang der Show versprach ich für den Schluss einen weiteren Besuch bei Jamendo, denn dort hat Tracing Arcs für die gesamte Diskografie ein neues Zuhause gefunden. Die letzte Veröffentlichung dort ist ein Remix-Album mit dem Titel Spinhead, auf dem bislang noch unveröffentlichte Bearbeitungen der Bandklassiker zu finden sind. So auch der Tooth and Claw Mix des Tracks Animals, der gleich den ersten XL-Rauschmeister des Jahres abgeben wird, mit satten 11 Minuten Spieldauer. Doch zuvor melde ich mich ab, ihr Lieben. Wir hören uns schon bald wieder, denn bis zum 1. März sind es genau 2 Wochen. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Extra Chill. Nun gibt es endlich ein Wiederhören mit der charismatischen Stimme von Fran Capell. Wir hören Tracing Arcs mit Animals im Tooth and Claw Mix. Lupenreiner Trip-Hop, ein Genre, das viel zu kurz gekommen ist in den letzten Monaten. Download unter jamendo.com. Thank you.
Thank you.
Extra chill.